Huhu. Willkommen zurück in Anno 1800, hier im Land der Löwen. Wir sind gerade in Kidusi Anitoni. Ja, und da haben wir in der letzten Folge mit einer Ausgrabung begonnen. Und so sieht es bisher aus. Das haben die Bauarbeiter freigelegt. Und ja, ich bin gespannt, was wir alles noch entdecken werden. Was haben wir zu tun? Einmal, genau, wir müssen Kanonen produzieren. Ja, ja, gut, das liegt uns nicht so, denn wir spielen ja eigentlich eher gemütlich und ohne Waffengewalt. Aber gut, einmal Kanonen produzieren. Und dann hier in Kidusi Anitoni die Gravurengruft Archäologie die Mauer untersuchen. Endlich ist die Grabung bis in die unteren Stockwerke der Bibliothek vorgedrungen. Die Hohepriesterin möchte, dass sie einen Blick auf die Artefakte werfen, die dabei zutage gekommen sind, da einige von großer Bedeutung sein könnten. Na, dann machen wir das doch gleich mal hier. Ein Steinrelief. Zwei Menschen, die einander zugewandt sind. Der eine kniet, die Arme geschmückt mit den goldenen Armreifen, die auf Wahadesha getragen werden. Er hält Pflanzen hoch, die er der anderen Figur, die kidusische Gesichtsbemalung trägt, anbietet. Das Relief ist uralt und lag seit Jahrhunderten unberührt hier vergraben. Auf seinem... Sieh, wie sie da unten auf die Knie fallen. Das sind Leute von Wahadesha, die Kidusi ihre Anerkennung zollen. Ein Zeugnis für unsere stolze Herkunft. Okay. Es scheint die alte Schrift von Embessa zu sein. Es ist eine Schande, dass sie in Surias großer Säuberung des Klerus verloren ging. Wie viele Geheimnisse wir hätten erfahren können. Ich glaube, ich mache mal kurz den Ton von den... Hier, für die Sprachlautstärke ein bisschen höher. Glaube ich, runtergestellt. Einige Gelehrte sind spezialisiert auf das Entschlüsseln alter Sprachen. Vielleicht können sie uns helfen. Ja, ich denke, so ist besser. So, befragen Sie den Gelehrten der alten Schrift. Das Basrelief, das in den unteren Stockwerken der Grabungsstätte gefunden wurde, zeigt detailreiche Figuren in priesterlichen Gewändern und ist mit alten Schriftzeichen bedeckt. Die Hohepriesterin glaubt, dass dies die lange verschollene altenbesanische Schrift sein könnte und bittet sie, den Gelehrten zu Rate zu ziehen, dank dessen linguistischen Kenntnissen die Inschrift zu entziffern sei. Sie empfiehlt, über jede Entdeckung peinlich genau Buch zu führen, da diese Aufzeichnungen später noch sehr nützlich werden könnten. Alles klar. Dann werden wir mal den netten Gelehrten hier befragen. Quellen, die auf die alte Schrift hinweisen, sind rar. Mir wurde jedoch gesagt, dass Wahadesha eine wahre Fundgrube für vergessene Überlieferungen ist. Machen Sie vielleicht Binian, Ketemas Berater. Er ist in Wahadesha aufgewachsen und hat dort die höchste Bildung genossen. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Glyphen entziffern kann. Oh, gut. Der Djinnstein. Je intensiver sie sich mit den Inschriften in den Ruinen beschäftigen, desto interessanter werden sie. Die Entzifferung der Sprache übersteigt jedoch die umfangreichen Kenntnisse des Gelehrten, weshalb er vorschlägt, Biniam, Kaiser Ketemas Berater, hinzuzuziehen, dessen sprachkundlichen Fähigkeiten weit über Embessa hinaus bekannt sind. Okay. Außerdem sollen wir ein Foto machen von der Mauer, damit wir eben die Inschrift so nicht noch einmal, aber näher komme ich halt auch nicht heran, ne? Das geht nicht. Warum geht das nicht? Machen Sie ein Foto von der Mauer, um eine Abschrift anzufertigen. Das ist doch hier die Mauer. Kommen wir aber leider nicht näher hin. Ah, jetzt.
Jawohl. Okay. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen dusselig angestellt. Wir haben ein Foto gemacht. Das haben wir schon gelesen. Und jetzt als nächstes beschaffen Sie hier die Abschriften der Inschrift. Kontor von Idusi Anitoni. Woran es uns auch mangelt. Der Herr sorgt. Okay, wir müssen also erstmal ein Schiff hierher schicken. Dann nehmen wir doch mal den Elefant. Ne, der Elefant liegt ja vor Anker bei Angerep. Die schnelle Gazelle muss wieder herhalten. Dann, was haben wir hier noch? Ach ja, da müssen wir auch noch hier in Besa entdecken. Und genau, das mit Angerep. Ich würde vorschlagen, in der Zwischenzeit werfen wir mal einen Blick nach Kap Trelawney und gucken mal, ob wir Kanonen produzieren können. Oder wir hätten 23 Kanonen, hätten wir. Und wie viel brauchen wir in Besa? 10. Ah, hervorragend. Wir müssen keine produzieren. Das nenne ich doch mal sehr gut. Wir nehmen... Wir haben ein neues Schiff. Den, das nennen wir... Schicken wir ja auch ins Land der Löwen. Das ist dann... Nilpferd haben wir, glaube ich, schon eins, ne? Nilpferd würde natürlich ganz gut passen. Wir können aber auch einfach die Giraffe nehmen. Wobei Nilpferd wäre halt wieder mehr so ein mehr mit Wasser verbunden. Haben wir schon ein Nilpferd? Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich denke, man kann die Zeichen erkennen. Liegender Dodo, Wasserratte. Ja, eine Giraffe haben wir nämlich auch schon. Seeelefant, Pottwal, Seeschwalbe. Oh, der Gelehrte vertraut Ihnen die Abschrift der Inschrift an. Ja, bitte. Ich erwarte die Übersetzung mit großer Spannung. Storch. Unsere Forderungen nicht länger leugnen können. Also hier kann ich jetzt gerade kein Nilpferd entdecken. Ich nenne das jetzt mal Nilpferd. Wenn nicht, müssen wir es eben nochmal umbenennen. So, und das Nilpferd, das schicken wir jetzt einmal Kanonen einladen. Ein Stück, um genau zu sein. Sind sie da? Ach, wir produzieren schon Kanonen. Haben wir das schon in Auftrag gegeben? Offensichtlich. Haben wir das schon wieder vergessen? Na gut, in Besa einmal bitte zu dem Kaiser. Ja, wir können entweder eben hier ihm das schicken. Sir Archibald weiß von Kaiser Ketemas Plänen, Taburine mit Kanonen auszustatten. Er hofft, dass sie die erforderlichen Materialien versehentlich an ihn liefern werden. Nee, das machen wir nicht. Wir haben dem Archie jetzt schon genug beholfen. Kaiser Ketema hat entschieden, dass die Spannungen zwischen Embese und der Krone sich so verschärft haben, dass der Bau zusätzlicher Befestigung erforderlich ist. Ja, genau. Der könnte ja auch die Königin rufen im schlimmsten Fall. Dann schicken wir die nur zur Verteidigung. Einmal, genau. An den Ketema. Frachtschiff steht bereit. Dann. Was haben wir noch? Hier, bringen Sie die Abschrift zu Biniam. Abdrehen beginnen. Genau. Jawohl, das machen wir. Dann kann der vielleicht was entziffern. Und dann müssen wir ja noch auch Orte entdecken. Können wir ja vielleicht schon mal gucken. Also wir haben schon diesen Siegesbogen entdeckt, dann den Elefantenfriedhof. Dann hier die, ich glaube, Scotch-Wasserfälle oder so ähnlich hießen die. Oder hat der Archie sie genannt. Und dann brauchen wir hier noch diesen Felsen, der so ein bisschen aussieht wie, ja, König der Löwenfelsen. Schnelle Gazelle kommt aber gerade an. Ein alter Klassenkamerad, sagen Sie? Natürlich. Ich werde ihn sogleich lesen. Ja, bitte. Oh, solche Schriftzeichen habe ich schon einmal gesehen. Auf einem im dichten Unterholz verborgenen Stein. Nicht weit von meiner Heimat entfernt. Ha? Es war oben auf einer Klippe. Wenn Sie von den Ruinen des Lagers aus nach Steuerbord blicken, sollten Sie einen schmalen Pfad entdecken, der über die Klippe in eine kleine Talsenke führt. Was?
Welche Ruinen? Welches Lager bitte? Finden Sie den Stein von Biniam? Finden Sie den von Biniam erwähnten Stein? Der Eidstein von Kashtar. Oben auf einer Klippe über einem schmalen Pfad, der von den Ruinen eines Lagers in ein kleines Tal führt. Aber auf Kidusi Anitoni anscheinend. Okay. Also hier. Oberhalb eines Lagers. Also Moment, eine Klippe. Ein schmaler Pfad. Und Ruine eines Lagers. Das ist das Mausoleum, das ist ja kein Lager. Auch kein Lager. Hier ist ein schmaler Pfad. Der hier vielleicht? Hier ist ein schöner schmaler Pfad, schaut mal. Mit einer Leiter sogar. Führt der hin? Eieiei. Steil bergab. Okay, das ist aber... Das ist kein Lager. Und das führt ja nach hier oben. Okay, das ist es, glaube ich, nicht. Ja, aber der redet schon von Kidusi Anitoni, oder? Ja. Oh, hier vielleicht. Hier ist noch was entdeckt. Was ist das hier? Nein, auch nicht. Wo ist denn hier ein kleines Lager? Sind wir hier schon wieder beim Mausoleum? Sind wir jetzt schon einmal rumgegangen? Oben auf einer Klippe muss irgendwo ein Lager sein. Ja, aber schon hier in Kidusi. Ach nee, er bittet sie eine... Ach nee, das ist der Stein, genau. Nein, ich muss tatsächlich nach Bahadesha. Biniam hat einen Stein erwähnt, auf dem sich Glyphen befinden, die denen auf ihrer Abschrift ähneln. Jedoch enthalten diese auch bekannte Schriften. Er bittet sie um eine Fotografie des Steins. Er befindet sich auf Bahadesha und steht auf einer Klippe, erreichbar durch einen schmalen Tunnel. Wenn man von den Überresten eines Lagers aus losgeht. Ah, okay, Bahadesha müssen wir gucken. Jetzt. So, die Lager waren ja hier, diese komischen, ne? Das ist doch hier so ein Lager. Und dann ein schmaler Pfad. Könnte ja dann der hier vielleicht sein. Oder auch nicht. Hier ist eine Klippe. Oder naja, mehr so ein Felsvorsprung. Genau, aber das sind doch die Lager, glaube ich. Eventuell. Leider nichts mehr zu angezeigt. Also wir schauen hier mal. Vielleicht ist es dieser hier. Antiker Eidstein. Eine antike Steintafel von Bahadesha, vermutlich aus dem goldenen Zeitalter, fein säuberlich wieder zusammengesetzt. Auf ihr sind zwei unterschiedliche Schriften eingemeißelt. Die einen können sie lesen, doch die andere. Erstere erzählt von den Kashtanern, den einstigen Besitzern von Bahadesha. Okay. Wie schön, dass du vorbeischaust. Ich möchte dir etwas zeigen. Nein, nicht mein Bein. Das war halt gut. Jawohl, machen wir auch sofort. Allerdings. Ach, hier, das ist wahrscheinlich dieser Pfad hier. Okay, einmal fotografieren. Steht hier auch noch was dabei? Nee. Einmal ein schickes Foto machen. Von dem tollen Stein.
Können wir da hoch? Ja. Ups. Also nur die Hälfte drauf. Da haben wir alles fotografiert. Naja, gut. Dann einmal Biniam treffen und einmal mit dem Arbeiter. Was möchte der von uns? Ihre Suche nach dem beschriebenen Stein auf Wahadesha ist in vollem Gange, als ihnen ein Bote Neuigkeiten von dem verletzten Arbeiter überbringt, der ihnen geholfen hat. Umgeben von den Seinen hat er sich rasch erholt und dankt ihnen noch einmal dafür, dass sie ihn in dieser schweren Stunde zu seiner Familie gebracht haben. Alles klar. Und was möchte er jetzt noch von uns? Huch. Ist er das? Falls du dich für den zerbrochenen Stein interessierst, dann frag das Orakel. Als Kind habe ich dort sehr ähnliche Glyphen gesehen. Oh, okay. Eine ungereimte Untersuchung. Okay, wir sollen also das Orakel untersuchen oder besuchen. Nee, untersuchen. Erstatten Sie dem Arbeiter Bericht, okay. Das ist wohl eine Sackgasse. Er könnte überall in den Besa sein. Aber wir haben eine Kopie der Glyphen für dich angefertigt. Nur für den Fall. Ha? Ist aber freundlich. Einmal Glyphen beschaffen. Oh, das Nilpferd ist angekommen. Das ist schon mal sehr gut. Wir schicken die schnelle Gazelle einmal hierher. Und das Nilpferd, das bringt einmal die... Ach ja, ich brauche noch zusätzlich Wanzerbretter und Lehmziegel. Da müssen wir es doch erstmal nach Tabaulime schicken. Und dann... können wir... Wer bist du? Die Heuschrecke. Die Heuschrecke hat auch schon 10 Kanonen. Habe ich das schon gemacht in der letzten Folge? Ja, Wahnsinn. Wir sind ja mal wieder schneller als gedacht. Hatte ich gar nicht mal drüber. Also, das hatte ich vergessen. Vielleicht liegen die Antworten woanders. Der Regen möge dir den Weg weisen. Okay. Hatte ich wirklich vergessen. Die Ausgrabung in der alten Bibliothek ist vielleicht ein Deckmantel für etwas viel Unheilvolleres. Mhm. Und für was dann? So, wir brauchen 20 Panzerbretter und 15. So, und eben die Kanonen. Und die liefern wir jetzt einmal zum hierher. Ich habe hier Kanonen hergebracht. Wahrscheinlich waren wir wieder in unserem Schönbau waren und haben das verdrängt. So, okay, wir sollen als nächstes nochmal Biniam treffen. Und was wollte der Arbeiter nochmal von uns? Hm, das mit dem Arbeiter, war das schon erledigt jetzt? Hat doch gerade noch irgendwas von uns gewollt gehabt. Na gut, dann treffen wir uns erstmal hier. Jawoll, mit Ramtamtam. Das ist ja ein schönes Haus hier. Das ist nur ein Fragment, aber ich bin zuversichtlich, dass dies ein Teil des legendären Eidsteins ist, auf dem steht, dass das Reich Wahadesha ein Geschenk von Kashta an Embessa war. Falls ich recht habe, und vermutlich habe ich das, ist er 1000 Jahre alt. Sehen Sie, 2 Texte, einer in jeder Sprache. So ist der Vertrag für alle verständlich. Wenn es sich um denselben Text in 2 verschiedenen Sprachen handelt, könnten wir dank unserer guten Kenntnisse der kashtanischen Sprache ein einfaches Lexikon aus der alten Schrift erstellen. Oha. Eine unerwünschte Lieferung. Doch ich fürchte, wir werden sie brauchen. Ja. Ich hatte gehofft, Taborim würde solche Biester nicht brauchen. Ich hoffe es noch immer. Wir tun alles, damit du das nicht brauchst. Ich bezichtige sie nur ungern der Untreue.
Dann tu's nicht. Hat das Volk von Embesa nicht schon genug gelitten? Es muss einen anderen Weg geben. Einen Kompromiss. Ein Treffen. Ja, ich würde auch gern vermitteln hier. Allerdings weiß ich nicht, wie wir das machen können. Die Bienen aus Embesa sind gutmütig. Doch sie dulden es nicht, wenn schlecht mit ihnen umgegangen wird. Oh je, das ist aber jetzt auch nicht gerade freundlich. Ich werde eine letzte Gelegenheit geben, seine Meinung zu ändern. Bringen Sie dieses Geschenk zu ihm. Ich bin sicher, er wird die Botschaft verstehen. Oh je, der Brief ist mit einem Tropfen Honig festgeklebt. Die Botschaft ist klar, den Schwarm bloß nicht reizen. Es ist jetzt aber auch nicht gerade die feine Art, ne? Eieiei, strapazierte Gastfreundschaft. Genau wie Fisch fangen Gäste nach einigen Tagen an zu stinken. Kaiser Ketema möchte Sir Archibald einen Bienenstock schenken, um ihm die Eintracht und Unabhängigkeit in Besas zu verdeutlichen. Sowie die Bereitschaft seines Volkes, seine Heimat zu verteidigen, sollte es provoziert werden. Ja gut, alles klar. Bringen wir einmal hierher. Und dann... Kidusi Anitoni, Meister der Entzifferung Teil 1. Nach einer erneuten Durchsicht ihrer Aufzeichnungen ist Biniam davon überzeugt, dass beide Texte auf dem Altstein von Wahadesha identisch sind. Möglicherweise die Abschrift eines Abkommens zweier fremder Nationen, geschrieben in der Muttersprache beider Unterzeichner. Ein bedeutsamer Fund und hoffentlich der Schlüssel, um der alt-embesanischen Schrift ihr Geheimnis zu entlocken. Durch die Gegenüberstellung der Symbole kann man möglicherweise ihre Bedeutung ableiten. Vorausgesetzt, jede Annahme und Schlussfolgerung wird sorgfältig aufgezeichnet. Oha, okay. Dann müssen wir also anscheinend eine Entscheidung treffen. Meister der Entzifferung Teil 1. Ich habe versucht, die Texte übereinander zu legen und konnte ein paar Wörter identifizieren. Vor allem Wahadesha, dessen alte Schreibweise ich kenne, da sie überall im Orakel eingraviert ist. Das heißt also Wahadesha. Wir nennen Wahadesha das Land des Wassers und seine alte Schreibweise besteht aus zwei Symbolen. Einem, das aussieht wie Wasser und einem, das aussieht wie Berge. Aha, Wasser, Land quasi, Wahadesha. Okay. Es scheint sich um eine Sprache zu handeln, in der die Wörter bildlich dargestellt werden. Dieses Symbol halte ich beispielsweise für eine Kiste. Daher bin ich ziemlich sicher, dass dieses Symbol Waren bedeutet. Okay. Ein anderes Beispiel. In dem Satz Wahadesha züchtet für immer Pflanzen befindet sich die Zeichenfolge diese hier. Was glauben Sie, welches Wort damit gemeint ist? Also da hat er ja schon mal Waren gesagt. Wahadesha züchtet für immer Pflanzen. Waren züchten. Ja, ich würde sagen Pflanzen. In der Tat, wie Sie sehen, reicht ein Zeichen allein nicht aus, um Pflanzen zu bezeichnen. Die Altvorderen haben deshalb zwei Symbole hinzugefügt, um zu zeigen, dass es sich um den Plural handelt. Und am Ende dieses Zeichen, weil es ein Nomen ist. Ah, okay. Eins noch. In der Abschrift, die Sie mir gebracht haben, habe ich dasselbe Zeichen gefunden. Es steht für ein Nomen, ein materielles Gebilde. Es war dieses. Können Sie die Bedeutung erraten? Ja, genau. Einmal Geschenk. Der mächtige Kinema zeigt gute Willen, ja. Ich verstehe. Wie nett. Bitte bringen Sie sie weg. Am besten weit weg. Wie nett. Okay. Es gibt genug Obst für alle Leute, Ketemas. Es wurde aus der alten Welt geschickt. Auf dem langen Weg. Archibald möchte, dass sie das Geschenk mit an Bord nehmen, okay? Wenn dieser König sich wie ein verwöhntes Kind verhalten möchte, sage ich ihm jetzt meine Meinung.
Sei doch lieb zueinander. Heieiei. Okay, also was soll das dann heißen? Land oder Berg? Ich würde sagen Land. Langsam bekommen sie den Dreh raus. Noch ein letztes Wort, bevor wir eine Pause machen. In diesem hier erkenne ich das Wort Eid, wobei dieses hier sich auf alles, was heilig, rein oder zumindest mit Gott verbunden ist, zu beziehen scheint. Und dieses hier auf eine Rede, da es wie Atem und ein menschlicher Kopf aussieht. In ihrer Abschrift aus der alten Bibliothek stand das Wort. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet? Also das ist Eid. Und Atem. Und dann auch wieder Meer. Heilige Waren. Geschenk der Götter. Na, wir haben ja schon mal gehabt, dass es Waren heißt und Eid. Vielleicht, also ich würde sagen heilige Waren. Überaus scharfsinnig. Ich denke, bei einer literarischen Übersetzung wäre es eher rituelle Waren. Aber wir müssen erst die Einzelbedeutung der Zeichen herausfinden, bevor wir sie in Zusammenhang deuten können. Bei dem Zeichen scheint es sich um ein Attribut zu handeln, welches das nachfolgende Wort als heilig oder sakral bezeichnet. Ein kleiner Durchbruch. Zeit, noch einen Tee aufzusetzen. Dann können wir mit der Übersetzung fortfahren. Ich warte, bis Sie zurück sind. Ja, das fügt sich wunderbar in den Kontext ein. Und was ist mit diesem nächsten Abschnitt? Jetzt machen wir aber erstmal mit einem anderen Abschnitt weiter. Und zwar, wir haben einen Sack mit überreichen Früchten bekommen. Und was sollen wir mit denen jetzt machen? Wie alle Patrioten der Krone glaubt Sir Archibald, dass der erste Schritt zur Eroberung und Beherrschung eines neuen Landes die Kartierung seiner... Ach, das ist das andere. Das war das mit der Kartierung. Hier, wie schmecken euch die Äpfel? Sir Archibalds überhebliche Antwort auf die sich zuspitzenden Spannungen besteht darin, dass sie Ketema ein mokantes Geschenk überbringen sollen. Große Mengen an Früchten aus der alten Welt, die aber so überreif sind, dass sie kaum noch genießbar sind. Oha. Ah, Leute, macht's doch nicht noch schlimmer. Eieiei. Kleine Zicken sind es hier. Wahnsinn. Genau, wo ist unsere schnelle Gazelle eigentlich? Hier? Ah ja, dann könnten wir hier mal gucken, ob wir auf irgendeiner Insel... Schauen wir uns mal die Inseln ab. Ob wir da diesen... Ah! Ha! Glückstreffer! Hier! Schicken wir mal unser Schiffchen hin. Und da haben wir auch noch das letzte gefunden. Sehr schön, das schaut echt toll aus. Es ist wirklich der kleine König der Löwenfelsen. Wunderbar. Haben wir das auch noch erledigt? Und dann kommt noch Angerep zum Schluss. Wieso sind wir mal wieder in den Miesen? Wir müssen einmal kurz in die alte Welt bzw. nach Cap Trelawney gucken, was hier ein bisschen passiert. Was ist hier los? Haben wir alles, was wir brauchen? Oh, wir haben ein Konservenproblem. Tatsächlich, warum? Und Seife? Was ist hier los? Ah, Seife, weil wir Seife verkaufen. Oh nein, ja, oder auch, weil wir Seife verkaufen. Mal gucken kurz, nicht, dass wir hier noch irgendwo Seife drin haben. Nein, haben wir tatsächlich gar nicht. Verkaufen wir gerade nicht. Okay. Haben wir noch genug Fahrstühle, dass wir hier noch Billardtische ein bisschen entlasten können. Ah ja, wunderbar. Einmal. Mal, dann nehmen wir mal 100. Ja, auch mal 200. Ja, wunderbar. Und dann hier unten natürlich auch. Das ist ja ein super Verhältnis. Brauchen wir überhaupt so viel Getreide? Nee. Da reichen, glaube ich, auch mal
500 und hier machen wir dann auch mal 500. Wunderbar. Und hier nehmen wir dann auch noch 200. So, dann können wir noch ein bisschen Billardtische vertauschen. Und hier ist das Lager voll, das ist hervorragend. Und hier tauschen wir zusätzlich nochmal Stahlbeton. 1:1 muss, das muss nicht sein. Dann machen wir lieber, machen wir hier eben 400 raus. Und was kaufen wir? Dann kaufen wir hier oben mal Konserven. Vielleicht auch gegen Fahrstühle, ja. Einmal noch Konserven kaufen, beziehungsweise eintauschen. Gut, jetzt möchte ich aber trotzdem einmal gucken, was ist denn hier los? Was ist denn mit unseren Konserven? Ach so, ja. Auf dieser Insel machen wir ja gar keine. Haben wir vielleicht ein kleines Problem, dass hier irgendwas kaputt ist irgendwo? Wo ist nochmal unsere Konserveninsel? Hier. So, was läuft hier schief? Hm. 23. Hm, was ist mit unseren Konserven? Oh, bringen wir vielleicht zu viel nach... wir müssen unbedingt einen Mindestbestand, glaube ich, einstellen. Ich weiß gar nicht, ob wir den haben in Crowley Falls. Einmal gucken hier. Wo sind die Konserven? Mindestbestand sind 20. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Nichtsdestotrotz verstehe ich jetzt nicht, warum hier plötzlich so wenig Konserven produziert werden. Oh, sehr seltsam. Na gut. Okay, aber aktuell... Ja, wir kaufen mal noch Konserven dazu. Und Seife? Seife ist auch gerade ziemlich schwierig. Null Seife, das kann ja gar nicht wahr sein. Wo ist denn unsere Seifenproduktion? Die war irgendwo hier oben, ne? So, wie sieht's denn aus? Haben wir... So viel Talg. Warum haben wir so wenig Seife? Eieiei. Produktivität haben wir hier schon gesteigert, aber da ist die Seife nicht mit drinnen. Schade. Wo ist denn unsere Seife? Wie viel haben wir? Zwei. Eine ist hier. Und eine ist hier. Vielleicht könnten wir da nochmal eine kleine Handelskammer aufstellen. Ah, schade, da sind wir genau nicht drinnen. Ja, das könnten wir machen. Ich glaube... Verdammt, da überlappt sich's dann. Ah, so ginge es. Ah, das ist mir aber wieder zu nah an den Bäumen. Das schaut nicht schön aus. Gut, oder? Wir machen einfach die Seifenproduktion woanders hin. Was wir auf jeden Fall machen könnten, wäre hier das Abreißen. Das brauchen wir gerade nicht mehr. Ja, dann machen wir das doch einfach. Machen wir hier noch eine Handelskammer hin. So, würde die hinpassen. Ja. Dann einmal den Weg hier entlang ziehen. Und dann setzen wir die Seifen einfach einmal hier eine hin. Und... Ja, die auch hier mit her.
Hier, so. Ach nee, die können wir direkt hier reinschnitzen. So. Und dann ist nur die Frage, ob wir jetzt noch Items haben für die Produktion. Minus Stränge hier. Produktivität. Immerhin 25 haben wir noch einmal. Ja, dann nehmen wir das mal noch mit. Wunderbar. Leicht ist das ja schon ausreichend. Und was noch? Das sieht alles super aus hier. Der Ruhm ist gerade wieder richtig im Keller. Und unsere Pelzmäntel. Warum nehmen die denn auf einmal alles so stark ab? Taschenuhren haben wir auch keine. Ja, Sabalot. Was ist denn hier los? Wir hier... Das gibt's doch gar nicht. Sind doch alles voll. Aber offensichtlich nicht. Was fehlt euch? Ach, es fehlt Baumwolle, deswegen. Okay, dann müsste eigentlich ja Baumwolle jetzt demnächst wieder eintreffen hier. Hier kommen Konserven. Wo bleibt die Baumwolle? Warum hast du eine Brille? Ach, du bist der nach Tabolime, jawohl. Und wo ist denn bitte... Hier kommt die Baumwolle. Okay, Baumwolle ist im Anmarsch. Gut. Baumwolle kommt, Leute. Bitte keine Aufregung, Baumwolle kommt. Und Seife müsste eigentlich jetzt wieder verbessern sich. Gut. Was ist bei euch? Brillen und Kaffee. Jawohl, da müssen wir, glaube ich, dann auch mal wieder einen Blick drauf werfen hier. Da läuft irgendwas nicht ganz so rund, wie wir das gerne hätten. Aber jetzt steigt es wieder. Also alles im grünen Bereich. Sind oh. Alles, was er zu bieten hat? Sei's drum. Danken Sie ihm. Viele arme Familien werden sich daran erfreuen. Oha. Ich wage nicht, mein Haus zu verlassen, während auf den Straßen die Seuche ungehindert um sich greift. Was, eine Krankheit plötzlich? Ich? Davon wusste ich nichts. Es war ein Versehen. Ich würde mich niemals zu so hinterhältigen Handlungen herablassen. Archibald schwört, dass er nicht wusste, dass die Früchte Überträger einer Krankheit waren. Das will ich nicht glauben. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Männer aus der alten Welt ihre Krankheiten in neue Länder bringen. Das wäre aber mies. Wie konnten Sie nicht wissen, dass es einen Präzedenzfall gibt? Wie konnte das kein Vorsatz, kein Mord sein? Was? Mord? Sind schon Leute gestorben? Eieiei. Na gut. Jetzt machen wir mal hier noch unsere Entdeckung. Um diesen Parasiten ein für alle Mal aus Embessa, aus unserem Leben zu vertreiben. Das Wasser! Natürlich! Das ist es! Ach, Leute! Seltsam und herrlich zugleich. Der Archibald denkt um die einzigartige Natur der Macht und einsame Aufgabe des Herrschers nach. Ist das jetzt das, was wir wollten, nein, oder? Ich muss die Kanäle noch vor dem ersten Sonnenlicht erreichen. Ohne sie wird das Land austrocknen und Archibald bleibt keine andere Wahl, als zu gehen. Ach, na gut. Wohnhäuser stehen nach. Also einmal hier diesen Felsvorsprung fotografieren. Das sieht schön aus. Oh, schick. Die Königin wird sich über dieses Bild freuen. Tragen wir diesen Ort als Löwenherzfels ein. Löwenherzfels. Sie haben der Königin einen wichtigen Dienst erwiesen. Eine präzise Kartografie ist von großer Bedeutung für das Empire, wenn wir dieses Land regieren wollen. Es regiert sich doch eigentlich von selbst, beziehungsweise durch Kitema. Lasst es doch einfach so, wie es ist. Okay, gut.
Ja, dann haben wir heute wieder einiges erlebt hier. Oh, und die Lage spitzt sich zu zwischen Archibald und Ketema. Ich bin gespannt, wo das endet oder wie das überhaupt enden soll. Ich hoffe, nicht mit Blut vergießen. Ja, dann machen wir jetzt hier aber erstmal wieder eine kleine Unterbrechung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es auch spannend. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit reinschauen werdet. Ich verabschiede mich jetzt wieder mit einem Tschüss.